Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Johann Gensfleisch zu Gutenberg, der Buchdruck. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge 63 vorbildhafte deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und ihrer Arbeit. Hier die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Johannes Gensfleisch zu Gutenberg, der Buchdruck, zunächst zur Biografie. Johannes Gensfleisch wurde um 1400 in Mainz im Hof der Eltern zum Gutenberg geboren und daher Meister nachbenannt. Er ist um den 25. Februar 1468 in Mainz mit 68 Jahren gestorben. Johannes Gensfleisch zu Gutenberg wurde als drittes Kind des Patriziers und Kaufmanns Friedrich Gensfleisch und seiner zweiten Frau Else Wierich geboren. Die Familiennamen waren damals noch schwankend und oft wurde dem Geburtsnamen der Name des Hausbesitzes hinzugefügt, hier also Gutenberg. Die Biografie von Johannes Gensfleisch zu Gutenberg ist nur lückenhaft belegt. Nach einer Lateinschule in Mainz und vermutlich einer Klosterschule hat er vielleicht an der Universität Erfurt studiert. Von 1434 bis 1444 ist sein Aufenthalt in Straßburg belegt. Gutenberg beschäftigte sich mit Münz- und Goldschmiedehandwerk sowie mit Legierungen von Blei und Zinn. Dieses Porträtbild aus dem Gutenberg-Museum in Mainz stammt immerhin von seinen Lebzeiten. Spätere Bilder sind eher Fantasiedarstellungen. Vielleicht ist dies eine realistische Darstellung. Ab 1448 ist der Aufenthalt von Johannes Gutenberg in Mainz wieder belegt. Er scheint dort dann eine Druckerwerkstatt aufgebaut zu haben. Hier im Bild eine Rekonstruktion im Gutenberg-Museum einer solchen Werkstatt. Er experimentierte zunächst mit Einblattdrucken, Wörterbüchern, Kurzgrammatiken, Ablassbriefen und Kalendern. Hier ein schönes historisierendes Bild aus dem 19. Jahrhundert von Gutenberg und seinem Mitarbeiter, vermutlich Peter Schöffer, an der Druckerpresse. In dieser Werkstatt entstand von 1452 bis 1454 Gutenbergs wunderbares Hauptwerk, die 42-zeilige Bibel in zwei Bänden, hier ein berühmtes Exemplar aus New York. Für den Druck dieser berühmten Gutenberg-Bibel wurden insgesamt 290 verschiedene Lettern, also Buchstaben und Zeichen, entworfen und gegossen. Hier im Bild die Typen von Gutenberg und seines Mitarbeiters Schöffer. Zeitweise bestanden aber auch finanzielle Probleme, Streitigkeit mit Kreditgebern und wechselnde Geschäftspartner. Sein kreativer Mitarbeiter war Peter Schöffer, 1425 in Gernsheim geboren und 1503 in Mainz gestorben, der nach Gutenbergs Tod mit diesem Wissen und einem Teil von Gutenbergs Inventar weiterarbeitete und zur Verbreitung des Buchdruckes wesentlich beitrug. 1465, also erst 3 Jahre vor seinem Tode, wurde Johannes Gutenberg als Hofmann von Erzbischof Adolf von Nassau angenommen, erhielt nun regelmäßige Zuwendungen, freie Kost und Logis und war abgesichert. Hier ein schönes historisierendes Bild mit französischen Augen, mit einem imaginären Blick in Gutenbergs mittelalterliche Buchdruckerwerkstatt. Johannes Gutenberg lebte zuletzt im Algesheimer Hof nahe seinem Geburtshaus und ist im Februar 1468 im Alter von vermutlich 68 Jahren gestorben. Er wurde in der Mainzer Franziskanerkirche bestattet, die allerdings nach Umbauten im 18. Jahrhundert abgerissen wurde. Das Grab ist daher nicht erhalten.
Viele Denkmäler wurden ihm zu Recht errichtet, hier dieses in seiner Heimatstadt Mainz. Johannes Gänsfleisch zu Gutenberg, zu seinem Werk und seiner Wirkung. Johannes Gutenberg machte mehrere neue Erfindungen oder verbesserte bereits bekannte Verfahren und führte alle zusammen zu einem Gesamtprozess, der die Manufaktur von gedruckten Büchern erstmals ermöglichte. Zunächst wurden einzelne Buchstaben, Lettern, aus einer speziellen Legierung aus Zinn, Blei, Antimon und etwas Wismut im Guss hergestellt. Dafür erfand er ein Handgießinstrument. Auch die geeignete Legierung für die Buchstaben musste Gutenberg erst durch Experimentieren herausfinden. Hier in diesem Holzschnitt ein Bild des neuen Berufsstandes eines Schriftgießers, der mit dem Handgießinstrument in die Form die Legierung gießt. Und darunter ein launiges Gedicht unseres mittelalterlichen Handwerkerpoeten Hans Sachs. Hier im Bild eine andere lebensechte Darstellung des Gießens von Buchstaben in einer Ausstellung in Freiburg-Fribourg in der Schweiz. Der Anfangsprozess war folgender. Gutenberg fertigte von jedem Zeichen eine erhabene, seitenverkehrte Form aus hartem Metall an, die sogenannte Patrize. Diese wurde dann in weiches Metall, zum Beispiel in Kupfer, eingeschlagen. Die im Kupfer entstandene und vertiefte Form bildet die negative Form, die sogenannte Matrize. In diese wurde mit dem Handgießinstrument die Legierung gegossen. Nach dem Erkalten wurde der Letter dann gesäubert, entgratet und in den Sitzkasten sortiert. Die Metalllettern konnten danach mit einem Winkelhaken zu Zeilen zusammengefügt werden. Gleichmäßige Abstände wurden durch Blindmaterial erreicht. So entstand zum Beispiel der gleichmäßige Blocksatz der berühmten Gutenberg-Bibel. Hier im Bild Bleilettern in einem solchen Winkelhaken und im Hintergrund der Setzkasten. Die im Winkelhaken gesetzten Zeilen werden anschließend in dem sogenannten Setzschiff Zeile für Zeile zu Seiten oder Spalten zusammengestellt. Die fertigen Seiten werden vorübergehend mit festen Bindfäden zusammengehalten, der sogenannten Kolumnenschnur. Die Metalllettern konnten, anders als frühere Holzlettern, lange wiederverwendet werden. Hier ist eine solche fertig gesetzte Seite bereits in die Druckerpresse eingespannt, zu sehen im Gutenberg-Museum in Mainz. Der nächste Akt bei unserer schwarzen Zunft ist das Einschwärzen des Drucksatzes, hier schön im Bild zu sehen. Ein guter Drucker durfte keine Angst haben, sich die Finger schmutzig zu machen. Die gesetzte Seite wurde mit einem Druckerballen, das ist ein Ledersäckchen aus Hundeleder mit Pferdehaaren gefüllt, mit Druckfarbe bestrichen und danach in die Presse eingelegt. Vor dem Druck wurde das Papier befeuchtet, wodurch sie seine Poren öffneten und die Farbe aufnehmen konnten. Nach dem Trocknen schlossen sich die Poren wieder und bewahrten die Farbe. Nach dem Druck wurden die angefeuchteten Papierseiten zum Trocknen aufgehängt und danach in einer anderen Presse geglättet. Die bis dahin übliche dünnflüssige Druckfarbe war für den Holztafeldruck geeignet. Für die Bleilettern musste Johannes Gutenberg extra neu eine neue Druckfarbe, eine Emulsion aus Leinöl, Firnis und Ruß erfinden, die zähflüssiger war und schneller trocknete. Am Anfang wurden die Farbzeichnungen noch nachträglich per Hand eingefügt. In diesem Bild wird dem staunenden Publikum nach dem Krieg die Arbeit einer solchen Gutenberg-Presse lebensnah demonstriert. Der nächste entscheidende Schritt im Produktionsprozess der Bücher war von Johannes Gutenberg die Konstruktion einer Druckerpresse. Sie war die Weiterentwicklung einer Spindelpresse oder Schraubenpresse, wie sie hier im Bild ist,
Diese gab es bereits und waren üblich für die Papierherstellung und bei der Weinproduktion. Hier ein anderes Bild eines schönen Nachbaus einer Gutenbergpresse aus dem Jahr 2012 im Vergleich zu den grobschlächtigen Vormodellen aus der Weinkälterei. Sind diese Druckerpressen natürlich stark modifiziert. Neben vielen kleineren Werken und Druckaufträgen entstand so im Hochdruckverfahren die 36-zeilige Bibel und schließlich die 42-zeilige Bibel B42, die noch heute wegen ihrer Qualität bewundert wird. Hier im Bild ein gedrucktes und wunderschön koloriertes Blatt aus der Schöpfungsgeschichte. Die B42 wurde von Johannes Gutenberg mit Hilfe des Angestellten Peter Schöffer in der Zeit von 1452 bis 1454 in 180 Exemplaren hergestellt. Heute existieren noch 49 Gutenberg-Bibeln, die viele Millionen Euro wert sind. Zu den Auswirkungen des Werkes von Johannes Gensfleisch zu Gutenberg. Gutenbergs Entwicklung des Buchdruckes verbreitete sich schnell in Europa und führte zu einer digitalen Revolution, zu einer ersten digitalen Revolution. Vorher wurden Bücher durch mühevolles Abschreiben kopiert und verbreitet, das Wissen blieb einem kleinen, meist klerikalen Kreis vorbehalten und der darauf aufbauende Fortschritt war entsprechend langsam. Hier im Bild wird versucht darzustellen, wie ein mittelalterlicher Mönch mühevoll, manchmal über Jahre, ein einzelnes Buch kopiert. Das Wissen des Altertums und des Mittelalters wurde nunmehr breiten Schichten, auch weltlichen Schichten, zugänglich und erhöhte die Alphabetisierung des Volkes schlagartig. Der exponentielle Anstieg an gedruckten Büchern seit 1450, hier im Bild grafisch dargestellt, wird als Vorbedingung für die folgende Reformation und den Humanismus in Europa angesehen. 1997 kürte das amerikanische Magazin Life Johannes Gutenbergs Buchdruck zur bedeutendsten Erfindung des zweiten Jahrtausends und A&E Network, ein führender amerikanischer Dokumentarsender, 1999 Johannes Gutenberg zum Mann des Jahrtausends. Der Handdruck mit gesetzten Lettern war noch für Jahrhunderte das Standardverfahren für den Druck von Büchern. Erst viel später wurden Maschinen entwickelt, die das Verfahren vereinfachten und beschleunigten, indem sie mehrere Schritte zusammenführten. Der deutsche Buchdrucker Friedrich König, geboren 1774 in Eisleben und gestorben 1833 in Oberzell bei Würzburg, erfand 1810 die erste dampfgetriebene sogenannte Schnellpresse. Im späteren 19. Jahrhundert entstanden Bücher, Zeitschriften und auch die Tageszeitungen auf großen, komplexen Druckmaschinen mit rotierenden Walzen, die zuerst mit Dampf und später elektrisch betrieben wurden. Hier im Bild eine solche Rotationsdruckmaschine von MAN. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Unsere deutschen Vorfahren können uns Ansporn sein und haben sich genial und erfinderisch gezeigt und, wie bei Johannes Gutenberg, die Welt zum Besseren verändert. Dr. Hans-Jürgen Alexi.